tired, 'cause you wouldn't let me sleep last night. Auf der Blankenhornpiste in Rheinswald wurden vorgestern die Abfahrtslandesmeister in den Altersklassen Junioren und Anwärter ermittelt. Die knapp 70 Teilnehmer gingen beim Satteligipfel auf 2435 Metern ins Rennen, fuhren über das Halsel weiter zum Bichl-Bergsprung und auf halber Strecke zwischen Bergstation und der Sonalm lagen nach 2632 Metern und einer Höhendifferenz von 455 Metern das Ziel. Frühmorgens wurden auf der Strecke die letzten Vorbereitungen getroffen, bevor um 9 Uhr die ersten Teilnehmer ins Rennen gingen und um den Landesmeistertitel kämpften. Bei den Junioren, das sind die Jahrgänge 1991 bis 1993, war Aaron Hofer von der Renngemeinschaft Diptal schnellster Mann. Der 18-Jährige stellte in einer Minute 8 Sekunden und 64 Hundertstelsekunden souveräne Bestzeit auf und verwies den Ultner Luis Kuppelwieser und Alexander Rabanzer vom Trainingszentrum Schlerngebiet auf die beiden anderen Podiumsplätze. Ja, heute ist schon ganz gut gegangen. In Flauchneum sind, glaube ich, super Tag gut gegangen. Und ja, heute bei dem Wetter ist einfach bärig gewesen. Bei den Anwärtern der Jahrgänge 1994-95 stiegen gleich zwei Skirennläufer auf das höchste Treppchen des Podiums, nämlich der Rittner Fritz Lindner und Alex Hofer vom TZ Schlerngebiet. Beide Athleten kamen nach einer Minute 10 Sekunden und 22 Hundertstel ins Ziel, was im Gesamtklassement Rang 3 bedeutet hätte. Wohl, bei den Alevi ist es ganz gut gegangen, halt, der Fritz ist gleich gut gefahren wie. Wir sind beide eigentlich zufrieden, dass es nicht der eine Erste ist oder der andere. Auf die Giovanni, auf den Hofrahren, ist echt noch ein großer Rückstand, aber für die Aspiranten so ist es schon ganz gut gegangen. Ja. Ich war gelegen, weil die flache Piste war und ist ganz gut gegangen. Also, ich habe mir zwar nicht gedacht, dass es so schnell ist, aber ich bin ganz gut zufrieden. Landestrainer Karl-Heinz Habicher zeigte sich bei der vorletzten Etappe des Finstral Cups, der am Samstag am Reschen zu Ende gehen wird, über die Leistungen seiner Schützlinge erfreut. Die sind sehr zufrieden, also Heinz sind sie super gefahren. Im ersten Lauf ist der Aaron, also bei der Landesmeisterschaft, ein bisschen weit vorne, sagen wir jetzt für die Punkte für die anderen, aber im Großen und Ganzen sehr gut alle. Auch bei den jungen Frauen wurden die neuen Landesmeister ermittelt. In der Juniorenklasse hatte die Ladinerin Elisa Cazzolara die Nase vorn, die in 1.13.01 Tagesbestzeit bei den Frauen aufstellte. Nur 200 Sekunden langsamer war Elke Wagmeister. Die 17-jährige Praderin wurde im Gesamtklassement Zweite, kürte sich allerdings bei den Anwärterinnen zur neuen Landesmeisterin. Von mir aus gesehen sind die Hupfer ein bisschen schwer gewesen, haben wir nicht mehr gehabt und haben ja genau gewusst, aber sonst ist kein Problem gewesen. Der Trainer des Landeskaders der Frauen, Heini Pfitscher, war nicht nur ob der Leistungen seiner Athletinnen zufrieden. Er lobte auch die Organisatoren des Skiclubs Saarental für die gelungene Veranstaltung im Saarner Skigebiet. Ich glaube, es sind zwei super Rennen gewesen. Die Piste hat super gehabt, das Wetter hat mitgespielt. Ich glaube, gut gewesen. Der heutige Tag. Mit der Landesmeisterschaft in Rheinswald ist die lange Saison für Südtirols Skinachwuchs aber noch nicht zu Ende gegangen, weshalb es laut Landestrainer Habicher zu früh sei, Bilanz zu ziehen. Schwierig, weil wir haben eben am Samstag eben noch das Finale in Schneeben und danach müssen wir Pila fahren, haben die Junioren-Italienmeisterschaften und die Woche darauf noch die Aspirantenmeisterschaften. Also das müssen wir jetzt noch abwarten, weil ganz wichtige Rennen sein und nachher ist die Bilanz zu ziehen. Probleme, die Athletinnen und Athleten für das Saisonfinish zu motivieren, hätten die Trainer jedenfalls nicht. Das geht von allein. Sobald die wichtigen Rennen sein, muss der Trainer motiviert sein, damit sie in den Gitschen übertragen kann. Aber ich glaube, die Gitschen sind motiviert. Sie wissen, sie müssen jetzt noch zwei Wochen auf die Zähne beißen und dann passt es schon. Die jungen Skirennläufer haben ziemlich klare Vorstellungen, was sie bei den nächsten Titelkämpfen, den wichtigsten der Saison, noch erreichen möchten. Ich möchte schon von einem Riesen auf dem Podest. Das ist mein höchstes Ziel. Die Italienmeisterschaften sind ganz wichtig, sind eigentlich die wichtigsten Rennen in der Saison. Und wenn wir es noch gut gegangen und einen guten Abschluss empfinden, ist es eigentlich ein großes Ziel, war sicher ein paar Medaillen zu machen, noch zwei Medaillen. Und wenn es gelingt, dann bin ich sehr zufrieden. Da bleibt nichts anderes übrig, als den besten Südtiroler Nachwuchsrennläufern zu wünschen, dass sie ihre Ziele erreichen mögen.